So, weil, ja, es ist tatsächlich so, wie du jetzt gesagt hast. Ja, also man selbst sieht es halt einfach nicht so wie die Außenstehenden. Man ist dann halt einfach darauf angewiesen, dass die das einem sagen, ja, wie zum Beispiel du oder auch mit Max, mit dem ich ja darüber auch gesprochen habe. Und das ist halt dann einfach Gold wert. Ja, das ist schon. Das ist echt sehr, sehr wichtig. Und sehr, sehr cool. Danke dir dafür. Du, nicht dafür, nicht dafür. Weißt du, bist nicht nur ein Mandant von mir, du bist auch ein Freund von mir. Und ganz ehrlich, sowohl meine Mandanten als auch meine Freunde lasse ich niemals fallen. Lieber verliere ich einen Fall, der mit jemand anderem zu tun hat, oder keine Ahnung, irgendwas von Konzernen. Lass ich lieber droppen und gehe lieber zum Kumpel. Selbst wenn ich keinen Cash verdiene dabei, ich weiß, ey, ich habe gerade meinem Kumpel den Arsch gerettet. War mega gut und am Ende kann ich sagen, ey, ich arbeite nicht nur für Geld. Mir kann keiner sagen, yo, du bist ein Profitgeier. Nee, ich bin für meine Freundin da, egal wann. Und das ist auch gut so. Und das ist auch, da hast du nur Respekt dafür verdient. Ich werde auch versuchen, also was heißt versuchen? Sollen die Polizisten mir die Kimme runterrutschen, ganz ehrlich. Die 250 Tacken, die Max bezahlt hat, die kriegt er wieder rein. Ja, Oder die er bezahlen muss. da werde ich auch auf jeden Fall dafür aussagen. Ja, und dann kriegen wir auch Leute dazu, die haben das dann gesehen, weißt du? So. Richtig. Und da soll uns dann erstmal jemand beweisen, dass es nicht so ist. Korrekt. Weil die sind dann in der Verpflichtung zu beweisen, dass es nicht so ist, während wir nichts machen müssen. Ja. Okay, alter Bruder, die kommt doch hoch. Oh Mann. Ja, okay, gut. Naja. Kommt sie hoch oder was? Hat sie jetzt gerade gemeint, ja. Okay. Ja, du, ich gehe da ein bisschen rumhüpfen. Muss meinen Buddy noch in Form bringen, das heißt, schon mal unten, ne, renne ich Ja, ein bisschen den Berg hoch und runter und dann habe ich meine Beine auch für heute trainiert. also da muss ich dir auch ehrlich sagen, das hast du auch nötig, Alter. Ja, ich weiß, meine Beine, die sind na, ziemlich mickrig. Aber dafür kann ich das hier. Aus. Also. Das mache ich, wenn ich will, die ganze Zeit, du, gar kein Thema. So. Gar kein Thema. Oha, Alter, er gibt aber mal anders Gas. Oha. Oh, Natürlich. oh, oh, oh. Oha, oha. So, und was Neues, was ich jetzt auch gelernt habe, das hier. Schön breiter fassen und richtig Oha, schön in die Alter, Schulter rein. Alter. Oha, aber da musst du jetzt gerade schon mal Pause machen. Ich merk schon, hast du jetzt noch nicht so oft gemacht. Nee, 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 das geht schon in den Rücken rein, du. Oha. Guten Abend. Guten Jo, Abend. hi. Besser pflücken. Nichts besser pflücken, Alter. Was, was, was? Mein Arm tut weh von zu viel pflücken. Ja, also ihm tun gleich die Arme und die Brust weh von zu viel Liegestützen. Ja. Ah, du. Aber Ach egal, das Gott. sind meine Muckis. Boah, es brennt richtig, du. Ah, gewöhnt sich dran. Das ist nur der erste Mal. Ja, aber das Gute ist immer, wenn man so trainiert hat, immer dagegen anrennen, ein bisschen joggen und dann hat sich Ja. das wieder erledigt. Ja, genau. Wenn der Bizeps brennt. Ja. Nee, wobei, bei Liegestützen ist es der Tri die Tri Trizeps, Rücken und Brust. Ja. Könnten wir auch mal hier rein, in so ein Fitnessstudio oder so. Oh, das wäre geil. Ja, das wäre richtig geil. So, aber ich muss jetzt erstmal laufen gehen. Mach das. Ja, Und 1, 2, 2, wollen wir mal 1, 2. reden? Schieß los. Seelischer Ähm, Beistand. okay. Immer so. Okay, Sonst okay, gibt's okay. immer nur einen Doppelpack. Okay. Ja, aber hast du ihnen denn überhaupt schon alles erzählt? Der weiß so gut wie eigentlich immer alles. Okay. Ja, gut. Ja, dann hau jetzt einfach mal raus. Ja, und Was soll zwar ich war raushauen? das für mich halt. Ja, also schon, also ging das mit uns so an dem Abend, jetzt Sonntag, ging es schon so in eine Richtung, wo ich dann einfach dachte, okay, so tanzt man jetzt nicht unbedingt mit jedem Freund, weißt du, so wie wir da getanzt haben. Ich meine, das war ja schon. Kommt drauf an, wie man sich versteht. Okay, also du würdest tatsächlich sagen, du würdest so mit jedem Freund
mit jedem guten Nein, auch Freund nicht mit tanzen. jedem. Nein, auch nicht mit jedem. Aber das ist schon ein Tanz. Er wird sich da, ja, nein. Was ich? Warum jetzt wieder? Was habe ich jetzt wieder mit zu tun? Ja, du bist seelischer Beistand, da bist du halt Ja. mittendrin. Also ich würde mich nicht Er freuen, ist wenn du Sabbat. tanzt. Ja, Leider, da nee, fische ich mal eine rein. auf jeden Fall, habe ich dir ja schon geschrieben. Also dann habe, ja, weiß nicht, also es kam halt für mich so rüber, als wäre das jetzt nicht so was, was man eben auch mehr irgendwie mit guten Freunden macht, so, sondern was man quasi mit einem Freund macht, ja, so. Und, ja, deswegen habe ich jetzt am Montag auch, also es war jetzt nicht, dass ich dann direkt gedacht habe, oh wow, für den Rest des Lebens, ja, aber es war halt schon so, da hat sich für mich was angebahnt, ja, sagen wir es mal Okay. so. So, und finde ich ja auch sehr sympathisch, so, und das hat halt einfach in dem Moment gepasst, Musik war gut, so, und ja, war halt einfach Montag, wir standen da, haben uns auch gut unterhalten, und auf einmal kommt halt der Typ, Nathan heißt er, glaube ich, kommt dann um die Ecke und dann halt direkt so ein Ding so von wegen, ah ja, wie viel kostet es? Ah, nix. Und halt ein Essen mit dir. So. War das Und Montag? ja. War es nicht Sonntag? Kann auch sein, dass wir am Samstag getanzt haben und das war Sonntag. Das kann auch. Ich weiß es nicht mehr genau. Gestern war Dienstag. Genau. Ja, Ich glaube, dann war aber es Sonntag. also so ein Tanzen muss man ja nicht immer gleich als Flirten sehen. Also ich habe schon viele Frauen gesehen, die Naja, ein Tanzen, aber nicht gleich aber mal es mit geht ja jetzt Flirten meinen. darum, was wie ich das empfunden habe. So, es Ja, geht ja jetzt nicht ja. darum, wie es allgemein ist, sondern ja, auf jeden Fall war das dann halt so, ja, wir standen da und haben uns irgendwie unterhalten so und es war dann auch irgendwie eine schöne Situation. So, und dann kam halt er irgendwie vorbei und dann war er direkt irgendwie so, ja, weiß nicht, er war dann einfach da. Also du hast uns auch nicht vorgestellt, ja, das war irgendwie auch irgendwie sehr suspekt. Und, nee, Keule, gerade nicht, wir reden gerade. ja, das war halt einfach für mich sehr suspekt, Ich weißt meine, du? ich hatte euch schon mal vorgestellt. Kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Da war ich Bin nicht mir auch bei. nicht mehr ganz sicher, deswegen. Na, also, du hattest, glaube ich, mal irgendwas, also du hattest mal was gesagt, von wegen, dass du da einen kennengelernt hast und der dir da halt geholfen hast. Also von daher ist es auch für mich eigentlich vollkommen in Ordnung. Ja, wenn ihr befreundet seid, vollkommen in Ordnung. Für mich gar kein Problem. Ja, nur halt so dieses Ding, er kommt dann da irgendwie an und macht dann irgendwie direkt so einen auf, wie als hättet ihr die Nacht schon miteinander verbracht. Ja, so war das irgendwie. Als wäre das schon alles geregelt. So. Und, Ja, du hast gar nichts gemacht. ja, habe ich ja auch nicht gesagt, aber er hat sich halt so verhalten, als ob, weißt du, so kam das für mich rüber zumindest. Und, ja, dann war das halt für mich einfach so ein Bruch, ja, also das war tatsächlich auch einfach so ein Bruch, auch wenn wir jetzt dann einfach in dem Moment nur Freunde gewesen wären, so, dann wäre das für mich trotzdem auch ein zu hartes Ding gewesen in dem Moment. Ja, also das hat mir schon wehgetan in dem Moment. Das kann Tut ich mir leid, dir. aber wir waren sind halt eigentlich nur Freunde so und Ja, ja, ja. keine Ahnung. Deswegen habe ich dir gesagt, dann habe ich das halt falsch verstanden. Ja, höchstwahrscheinlich. Muss ja einfach mal in die Situation versetzt, wäre es umgedreht. Zum Beispiel, dass er zuerst gekommen wäre, hat halt auch das gleiche gedacht, du wärst dann gekommen. Kann man halt sehen, wie man will. Man kann ja immer noch nach und nach Vielleicht so dann nach halt was 2, 3 Tagen definieren, so irgendwie aber was das halt nicht festlegen, immer ist halt auch gleich schwer. halt aufnehmen. Weil Naja, ich weiß, also ich kennt ihr euch meine. ja auch erst den Tag, so circa, glaube ich, wo das war. Muss man halt schauen und halt, weil ich nicht mehr schreiben oder das halt erstmal ignorieren. Ja, und aber das kann ich Kann sich ja dafür. alles noch ergeben. Ja. Wenn es so sieht. Naja, ich meine, also das Ding ist auch, er hat vorhin bei mir angerufen und ich habe ihm auch gesagt, hey, zwischen uns beiden ist alles cool. Ja, ich habe kein Problem mit ihm. Ja. Das ist, also mit ihm habe ich auch kein Problem. So. Ja, also es geht mir halt einfach tatsächlich um dich, Lisa. Ja, also da hätte ich halt einfach irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, das hätte ich mir einfach anders vorgestellt. So, ist ja jetzt auch, also von meiner Seite aus auch eigentlich überhaupt nicht negativ gemeint. Ich hätte mir das halt einfach anders vorgestellt, so. Da muss man immer bei allem eine Beziehung eingehen, wenn man sich Nee, nur gut versteht. habe ich auch nicht gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir direkt ins Haus einziehen müssen oder dass wir direkt zusammen sind. Ich habe einfach nur gesagt, da hat sich was entwickelt, so. Und, ja. Also ist, wie gesagt, deswegen meine ich es ja auch vollkommen neutral eigentlich auch. Ja, also es ist für mich auch kein Problem so. Und ich kann dir jetzt auch einfach sagen, so, der hat jetzt vorhin bei mir angerufen, hat halt gefragt, so von wegen, ob er dich, ob es für mich in Ordnung wäre, wenn er dich fragt, ob ihr zusammen sein wollt und so. Und dann habe ich ihm auch gesagt, hey, mach dein Ding. Ja, also für mich, also ich konnte dann in dem Moment schon sagen, dass es für mich auch von meiner Seite aus, dass er quasi einfach der Bruch ist, so, und dass ich damit nichts zu tun haben will und auch nichts zu tun habe und er halt einfach mich ihm das Beste gewünscht, so. Also Okay. ich bin da raus, ja, also macht ihr beide, wie ihr das wollt, so. Keine Ahnung, aber fand ich halt in dem Moment auch irgendwie ein bisschen komisch, habe ich ihm dann auch gesagt, ja, da habe ich jetzt halt nichts zu bestimmen, weißt du, also deswegen. Weißt du, aber ich meine, auch wenn ihm das auffällt, Lisa, wenn ihm das auffällt und wenn er dann mich anruft und sagt so, hey, ich habe da irgendwas bemerkt und so und du bist dann irgendwie weggerannt und hast sie ignoriert, ja, also ich meine, ihm ist es aufgefallen. Was hat, wo bin ich weggerannt und hab ihn. Ich habe ihnen das erzählt, so, dass du Nein, eben jetzt ich sauer bin, bist. ja, genau, und Dass du das, deswegen abgehauen bist, das habe ich genau, ihm erzählt, ne? das meine ich. Ich habe ihn. Das hat sich ihm Sorry. erzählt gehabt. Ja. Nee, aber also er hat dann auch irgendwie auch gefragt, so, und warum und so. Und habe ich ihm das halt erklärt. Und ja, also keine Ahnung. Aber die Sache ist für mich halt jetzt geklärt, so. Ist für mich auch, ist halt jetzt rum, ja. So. Und ich sehe da jetzt auch keine Freundschaft mehr, so, muss ich ganz ehrlich sein. Und auch ganz ehrlich sagen, das Nur war weil man halt. auf eine Beziehung von Anfang an aus ist, oder was? Nö. Nee, 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 nee. Da kommt mir jetzt schon so vor, so, da kann ich jetzt nicht landen, gut, dann braucht man es auch nicht mehr. Hä? Aber ich habe dir jetzt erklärt, so, das war halt einfach für mich ein krasser Bruch Ah. mit dem Typen, ja, nicht zwischen uns beiden. Das habe ich nicht gemeint. Ja, aber man muss aber auch so sehen, du wolltest was von ihr, er da hinten wollte auch was von ihr. Also. Wer ist jetzt zum Beispiel was mit euch beiden geworden und er das Beispiel dann auch scheiße aufgefunden hat, ist halt dann doof, eine Freundschaft deswegen zu kündigen. Kann man halt nicht ändern. Zwei Leute wollen was von ihr, dann gibt es halt einen, der es halt blöd ist für den und der andere dann halt Glück gehabt, wenn es was wird. Das haben wir ja auch noch nicht. Kann ja was werden Ich jetzt glaube, oder die schnallen nicht. einfach nicht, Muss man was halt ich gerade gucken, aber meine. deswegen halt gar keine Freundschaft Alter, mehr zu okay, machen, ist gut, halt dann bin schon ich einfach blöd. froh, da einfach Das würde dann halt, raus zu wie sein. schon sagt, ja, wird nix, dann ist mir die auch egal oder so, ist schon doof. Deswegen kriege ich nicht ins Bett, auch versuche ich bei der nächsten so vom Ja, Motto so her. in etwa. Okay, also wenn das jetzt so rüberkommt, Wie kommt Ja, es, ja? das kommt mir okay. nicht stark so rüber, das halt. Ach so, aber muss dann eine Beziehung auch immer auf Sex hinauslaufen? Nö, das jetzt nicht, Tut sie aber. aber so Ach oder so. so sonst. Hä? Ja, wenn Okay. er es schon so die Je ganze Zeit nachdem. andeutet, kommt es schon ziemlich so darauf hin. Hä? Was? Hä? Ja, da du ja jetzt dann so anfängst mit, oh, da habe ich mir vorgestellt, bla bla, aber wenn es jetzt eh nicht so ist, ja, ne, brauche ich da auch keine Freundschaft. Ist ja Hä? Nee, Freundschaft eh also schon. es war halt einfach ein Bruch. So. So. Und, Ein Bruch kann nicht viel sein, weil wir hatten ja nichts am Laufen. Es war halt Ja, für nur ein dich? Versuch, was zu werden. Für dich? Aber ich meine, was ich ja fühle, das kannst du ja gar nicht wissen. Das nicht. So, und dann kann ich das Ja. ja auch für mich entscheiden. Du, was du tun willst. Ich halte dich für nichts ab. Ja, okay, gut. Stimmt schon so, Mach dass es ich. halt scheiße ist, dass es halt schon wehtut, aber ich persönlich, wenn man es halt versucht und es wird nichts, ich sollte man die Freundschaft nichts kündigen. Außer es gibt halt einen sehr krassen Grund, aber das dauert, bis der passiert. Aber wie schon, da musst du entscheiden, ob du die Freundschaft jetzt mit ihr noch behalten willst, ob sie die noch behalten will oder nicht. Ja, also ich habe meine Entscheidung getroffen. So. Also Ja, keine Freundschaft dann mehr. hat sich das auch. Ja. Können wir auch wieder gehen. Ja, okay. Ja.
aber noch